Ich glaube, das ist mein allererstes Video, in dem man mich ohne Kopfbedeckung sieht. Dabei war es immer mein Markenzeichen, dass ich immer eine Kappe getragen habe. Aber ich habe sie heute einfach vergessen und wollte das Video aber trotzdem unbedingt drehen. Heute mal ein Thema, was überhaupt nicht mehr aktuell ist. Ihr wisst, ich arbeite momentan Themen nach. Ich war ja ein halbes Jahr nicht aktiv auf YouTube. Ab dem Jahr 2019 sollte eine betäubungslose Kastration von männlichen Schweinen, also Ferkeln, per Gesetz verboten werden. Dieses Gesetz wurde allerdings aufgrund von fehlenden massentauglichen Alternativen um 2 Jahre aufgeschoben. Man hat sich quasi nicht darum gekümmert, die Alternativen ausreichend zu testen und salonfähig zu machen, und deshalb wurde das Gesetz jetzt nochmal um weitere 2 Jahre aufgeschoben. Und wir schauen mal, was das Tierschutzgesetz dazu sagt. An einem Wirbeltier darf ohne Betäubung ein mit Schmerzen verbundener Eingriff nicht vorgenommen werden. So, Paragraph 5 des Tierschutzgesetzes. Paragraph 6 sagt, verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres. So, und wie die meisten Gesetze haben auch diese Gesetze einige Ausnahmen. Eigentlich sind hier so viele Ausnahmen aufgelistet, dass ich mir überhaupt gedacht habe, wozu ist das Gesetz überhaupt da? Und so ist es auch bei Ferkeln. Paragraph 6, 2a. Das Verbot gilt nicht, wenn unter 8 Tage alte männliche Schweine kastriert werden. Ich weiß nicht, wie man sich das Gesetz überhaupt erklärt. Das heißt, Ferkel, die keine 8 Tage alt sind, dürfen ohne Betäubung kastriert werden. Wie viele betrifft das? Das sind jetzt keine Einzelfälle, sondern es betrifft ca. 20 Millionen männliche Schweine, also Ferkel, im Jahr. 20 Millionen Ferkel im Jahr werden ohne Betäubung in Deutschland kastriert. Und das ist erlaubt. Warum wird das Ganze überhaupt gemacht? Bei Ferkeln kann sich ein unangenehmer Geruch entwickeln, der sogenannte Ebergeruch, wenn man das Fleisch zubereitet, zum Beispiel kocht oder brät. Nach den ersten Praxisversuchen fand man raus, dass das lediglich 5% der Ferkel betrifft. Das heißt, 95% der Ferkel entwickeln nicht diesen unangenehmen Geruch. 5% entwickeln diesen unangenehmen Geruch beim Zubereiten, beim Kochen, beim Braten. Es werden in Deutschland 3 Maßnahmen diskutiert, die man anstelle einer betäubungslosen Kastration einsetzen könnte. Und die gehen wir gerade mal durch und am Ende gebe ich nochmal so ein Fazit, was ich überhaupt darüber denke. Und zwar sind es einmal eine Vollnarkose, dann ist es eine Lokalanästhesie und dann gibt es noch eine Impfung. So. Und gehen wir mal der Reihe nach durch. Als erstes die Vollnarkose. Das Ferkel wird dann genommen, unter Vollnarkose gesetzt, wodurch es quasi schläft und nichts davon mitbekommt, was mit ihm passiert. Dann werden ihm quasi die Hoden entfernt, dann werden noch Schmerzmittel verabreicht und dann wird das Tier freigelassen. Was heißt das? Das Ferkel wird dann quasi aufwachen, es hat dann keinen Hoden mehr, das spürt dann wahrscheinlich im ersten Moment auch keine Schmerzen, weil es ja unter Schmerzmitteln gesetzt wird, im besten Fall. Da habe ich mir die Frage gestellt, ist es dann mit einem Mal Schmerzmittel geben auch getan? Denn es wird doch nicht wirklich jemand in der Landwirtschaft kümmern, es sei denn, es ist irgendwie ein super-duper Bio-Tierhof. Es wird doch niemanden jucken, was mit dem Ferkel danach passiert. Ich meine, die Schmerzmittel lassen dann irgendwann nach ein paar Stunden nach und es ist ja nicht damit getan. Ich meine, dem Tier wurde gerade der Hoden rausgerissen. Und das ist doch nicht damit getan, wenn man es ihm einmal die Schmerzmittel verabreicht. Dann habe ich zum Beispiel noch mit jemandem persönlich geschrieben, der Tierzucht betreibt. Ja, und er hat mir mitgeteilt, wenn man die Ferkel ohne Betäubung kastriert, dann verspüren sie natürlich höllische Schmerzen, ganz klar. Und dann rennen sie aber instinktiv zu ihrer Mutter, weil das sind ja noch Babys sozusagen, sie rennen instinktiv zu ihrer Mutter und werden dann sofort gestillt. Ja, gehen sofort an die Brust, weil das passiert ja bei unseren, also bei Menschenskinder ja auch. Die werden dann an der Brust quasi gestillt und auch der Schmerz wird gestillt. Das Stillen heißt ja auch das Baby beruhigen. Ja, das kommt vom Stillen. Wenn ein Ferkel aber nach einer Vollnarkose aufwacht, dann ist es noch total benebelt. Es ist orientierungslos und torkelt da im Stall irgendwie rum und wird teilweise zertreten von anderen Schweinen. Dramatisch. Das kann die Folge von einer Vollnarkose sein. Gut, gehen wir die Maßnahme Nummer 2 durch und das ist Lokalanästhesie. Lokalanästhesie bedeutet, das Tier bleibt beim Bewusstsein, das wird quasi gefangen, stillgehalten,
Es wird nur lokal betäubt. Das spürt also quasi nichts an dieser Stelle, an der der Eingriff vorgenommen wird. Dann wird der Eingriff vorgenommen, also der Hoden wird entfernt und dann wird das Tier auch noch Schmerzmittel bekommen und wird wieder freigelassen. Das Problem dabei ist, dass eine Lokalanästhesie den Schmerz nicht komplett ausschalten kann. Das heißt, das Tier kann trotzdem noch etwas Schmerz verspüren. Das Tier wird komplett unter Stress gehalten, es wird gefangen, es wird festgehalten. Das ist natürlich dramatisch. Und dann besteht natürlich auch noch die Gefahr, dass das Schmerzmittel, was dann dabei verabreicht wird, auch seine Wirkung nach ein paar Stunden nachlässt. Und dann spürt das Tier natürlich wieder Schmerzen. So. Die ersten beiden Methoden haben natürlich auch noch andere Nachteile. Ich meine, es ist immer ein medizinischer Eingriff, bei dem ein Körperteil entfernt wird. Das heißt, es können immer Infektionen oder irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Ich meine, es wird hier ein wichtiges Geschlechtsorgan eines Schweines, eines Ferkels einfach entfernt. Und dann gibt es noch eine dritte Alternative, und zwar ist es eine Impfung gegen den Ebergeruch. Dabei wird das Immunsystem eines Ferkels so getriggert, dass es die Hormone, die für diesen unangenehmen Ebergeruch verantwortlich sind, bekämpft. Die Impfung ist den ersten Tests nach zu urteilen genauso effektiv wie eine Kastration, außer dass dabei kein Körperteil entfernt wird. Das ist für das Ferkel natürlich gut. Das Problem ist hierbei, ich konnte jetzt leider nicht die Inhaltsstoffe dieser Impfung googeln. Ich weiß nicht, wenn jemand mehr Informationen dazu hat, dann könnt ihr mir sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich aber mir angucke, was in den Impfstoffen für Menschen drin sind, in den Grippe-Impfstoff ist sogar immer noch Quecksilber drin. In den Impfungen gegen Kinderkrankheiten ist zum Beispiel Aluminium in bestimmten Verbindungen drin. Da ist Formaldehyd drin. Da ist Polysorbat 80 drin und teilweise noch andere Stoffe, die negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Und gut, da sagt man immer, gut, bei der Impfung, das sind geringe Dosen, wobei bei Kindern ist es noch umstritten, ob die Dosen wirklich so gering sind oder ob sie einen negativen Effekt auf die Gesundheit auch haben. Natürlich gibt es auch Impfschäden, ganz klar. Und das Ding ist, falls diese Zusatzstoffe auch in den Impfungen für die Ferkel drin sind, dann landet das natürlich auch im Tier drin. Und wer garantiert uns, dass es nicht im Fleisch landet später? Und wenn man jetzt bedenkt, okay, so eine Impfung, da kann man eventuell die zusätzlichen Inhaltsstoffe vielleicht noch verkraften, weil das ist ja einmalig. Oder man macht dann vielleicht, wer sich impfen lässt, die Impfungen quasi einmal durch. Man nimmt diese Zusatzstoffe auf. Im besten Falle leitet der Körper sie dann auch aus. Wenn man jetzt bedenkt, die landen dann permanent im Fleisch und man nimmt dieses Fleisch dann auch auf, und zwar vielleicht täglich oder wöchentlich, je nachdem wie oft man dieses Tierfleisch dann isst. Das heißt, man wird diesen Stoffen permanent ausgesetzt. Es mag für das Tier vielleicht die bessere Alternative sein, aber im Grunde genommen finde ich, und das ist sozusagen mein Fazit, es ist irgendwie eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Denn egal auf welche Methode man sich einigen wird, es muss trotzdem ein unschuldiges Tier sterben, für nichts. Für einen Moment Genuss. Das wird trotzdem gefangen gehalten auf kleinstem, engstem Raum in der Regel, in 98% der Fälle. Und das alles nur, weil 5% der Ferkel diesen unangenehmen Geruch entwickeln. Warum forscht man zum Beispiel nicht lieber an einem Testverfahren, was das Fleisch der Tiere auf diesen Geruch testet, noch bevor das Tier geschlachtet wird und verkauft wird? Dann müsste man das Schweinefleisch nur um 5% teurer machen. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass dieselbe Menge an Schweinefleisch, für das ein Tier aufwachsen muss, essen muss, trinken muss, leben muss und dann getötet werden muss, trotzdem billiger ist als die gleiche Menge eines guten Apfels. Das kann doch nicht sein. Ich meine, irgendwann wird dieses Gesetz rauskommen, vielleicht, wenn es nicht wieder aufgeschoben wird. Und dann werden wahrscheinlich alle jubeln und sagen, hurra, jetzt geht es ja den Schweinen gut, aber ist das wirklich so? Denkt mal drüber nach. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich freue mich an sich immer, wenn ich mich mit Leuten austauschen kann. Und an dieser Stelle bleibt gesund und bis bald.